Und ich habe so. Sind das die Tage, die wir spüren, sind das die Tage, die wir leben? Wenn es Leichtigkeit wirklich gibt, sind das die Tage, in denen wir sehen, der Moment in unseren Händen, wenn Flucht aufs Hindernis und wir ganz allein. Der Regenbogen muss hier zu Ende sein. Hallo und herzlich willkommen bei Martin Läuft. Wir sind jetzt bei Episode 16 und heute müsste, wenn ihr es direkt beim Hochladen anschaut, Ostermontag sein, also noch fröhliche Ostern. Das heißt auch, ich bin heute, also gestern, morgen, bin ich in die Arbeit gefahren und habe das Video hochgeladen, weil das kann ich nur an dem PC in der Arbeit machen. Das ist ein bisschen blöd, aber ich bin hoffentlich dann auch, wenn ich nicht allzu voll war, dann schon schwimmen gegangen, anstatt Krafttraining. Ja, man muss ja das schöne Wetter auch ein bisschen ausnutzen. Gut, was ist passiert? Mein Gewicht stagniert immer noch, das möchte sich gar nicht mehr ändern. Ich habe Nachrichten bekommen. Erstmal vom Hans Dampf, der mir auch noch einen witzigen Link geschickt hat über die gefährlichen Hobbys von Roofing. Vielleicht sollte ich, wie gesagt, wenn ihr wisst, wie der YouTube-Algorithmus läuft, dann schreibt das mir doch einfach bitte in die Kommentare rein. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Video an, das mir Hans Dampf geschickt hat. Jo, Martin, liebe Grüße. Ich drehe gerade eine Runde mit. Warte, da, wo bist du? Fetzt noch eine Runde am Kanal. Mach weiter so, Martin. Du schaffst den Marathon, auch wenn ich jetzt langsam schon K.O. bin. Was ist sonst noch passiert? Ich hatte ein Lauftreffen. Keine Ahnung, wie man das sagen soll. Ihr wisst ja noch, ich glaube, zwei Episoden vor dieser hier habe ich mal in so einem Laufforum nachgefragt, wie das mit der Motivation steht. Und dann hat sich jemand bei mir gemeldet, hat eine sehr nette Nachricht geschrieben und hat mir angeboten, wir könnten uns ja einfach mal zum Laufen treffen. Genau. Und das habe ich dann auch gemacht. Schauen wir uns da mal das Video an. Also, ich bin die Aska, siehst du mich? Ja. Ich bin die Aska, bin zu Besuch in Berlin aus der Schweiz und bin heute mit dem Martin unterwegs gewesen. Wir sind eine schöne Runde am See entlang. Wie heißt der See? Plötzensee. 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 Schön gemütlich, vor allen Dingen zum Quatschen. Und siehst du mich? Ich sehe mich kaum. Ja. Und das war, ja, war schön, war lustig, nett dich kennengelernt zu haben. Ich glaube, wir hatten genug Themen zum Verlabern und war eine schöne Runde. Und ich habe den Martin erzählt, er soll Intervalltraining demnächst machen. Intervalle und Fahrtspiele, um, wenn man ein bisschen schneller werden will, und dann kann das jeder. Das macht er jetzt auch. Gut, was ist sonst noch passiert? Ich wurde heute beinahe vom Auto überfahren, weil irgendeine nette junge Dame es anscheinend nicht nötig gehalten hat beim Abbiegen, obwohl ich grün hatte, darauf zu achten, ob bei dem Fußgängerüberweg gerade jemand drüber läuft. Ich glaube, es lag weniger daran, dass ich so schnell war, sondern eher daran, dass sie halt einfach nicht drauf geachtet hat. Und ich habe es erstmal gar nicht mitbekommen. Ich bin gelaufen und dann auf einmal höre ich nur lautes Quietschen.
und schaue dann rüber, zeige auf die Ampel und dann saß da halt jemand, der sich entschuldigt hat für sein dummes Verhalten. Na, mal, was will man machen? Genau, heute bin ich nochmal, also heute ist Sonntag für euch gestern, bin ich noch, ich bin so 16 Kilometer gelaufen, aber das war alles relativ langsam und einfach gemütlich, ein bisschen in der Sonne, ein bisschen rumstrawanzt. Das war aber auch in Ordnung. Ansonsten wasche ich Wäsche. Hab mir gerade den Brandner Kasper angeschaut, also die Verfilmung aus den 70er Jahren mit Gustl Bayerhammer als Petrus, die ich sehr gerne mag, und schau mir vielleicht nochmal, Entschuldigung, irgendeinen Tatort mit dem Gustl Bayerhammer als Kommissar Feigl an. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, woher diese Bayern-Sympathie zurzeit kommt, weil, ja, ein bisschen komisch. Ist natürlich kein Heimweh, weil ich schaue mir immer irgendwas über Bayern in den 70er Jahren an. 60er Jahre gibt's halt nicht. Kenne ich auch noch nicht. Warum ich jetzt so müde werde, weiß ich nicht. Vielleicht gehe ich jetzt auch schlafen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für alles. Wenn ihr irgendwelche Erlebnisse auch mit Verkehrsteilnehmern hattet, schreibt die doch einfach mal in die Kommentare. Wurdet ihr überfahren oder wurdet ihr fast überfahren? Falls ihr irgendwelche Fragen dazu noch habt, wie das ist mit der MS. Ich weiß, ich habe gesagt, ich suche da noch ein paar Leute. Habe es jetzt noch keine gefunden, aber darum kümmere ich mich. Sagt mir Bescheid, fragt einfach alles Mögliche. Falls ihr irgendwas über die Doktorarbeit wissen wollt, die jetzt hoffentlich bald fertig ist, fragt einfach. Genau. Ansonsten schaue ich jetzt noch, dass ihr mal das Team, in dem ich mitarbeite, noch kennenlernt. Sprich, das Team, nicht wo ich meine Doktorarbeit mache, sondern wo wir die Startup-Förderung bekommen haben. Schaue ich nochmal, dass ich da noch was machen kann. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert. Und falls ihr sonst nichts mehr zu tun habt, habt ihr jetzt hier überall Videos. Das letzte Video, die Playlist, der Button zum Abonnieren, irgendein anderer Schmarrn. Schaut das mal an oder auch nicht. Ciao.